So, Freunde, ich melde mich natürlich wieder zurück, heute mit einem neuen Video. Ja, und es gibt wieder eine aktuelle Dopingkontrolle, wo ich wieder negativ bin. Fünfte in Folge, deswegen wünsche ich viel Spaß jetzt in diesem Video. Zunächst einmal vielen, vielen Dank, dass ihr wieder von zigtausend Kanälen hier wieder rübergekommen seid, um einfach nur euren Kommentar abzugeben. Ich habe hier in meiner Hand, und ich komme einfach mal ein bisschen näher, habe ich den offiziellen Prüfbericht, und jetzt kann man es auch schon ein bisschen lesen. Und da werde ich jetzt mal ein bisschen vortragen und einfach mal kurz erzählen, vielleicht wie so eine Dopingkontrolle aussieht. Und wenn ihr natürlich die ganzen Meinungen jetzt immer noch nicht glaubt, ist auch gar nicht so das Thema. Ich möchte einfach mal darauf eingehen, warum jetzt erst dieser Prüfbericht kommt und was eigentlich so hinter den Kulissen alles abgelaufen ist, damit ich überhaupt diesen Prüfbericht erhalten habe. Denn oftmals ist es nicht mehr üblich, wenn man in der GmbF startet und dann Off-Season getestet wurde, dass man so einen Bericht erhält. Ich habe darum gekämpft, um einfach euch zu sagen, weil ich möchte einfach wirklich nach außen tragen, wenn ich immer wieder behaupte, clean, ja, dann muss auch so eine Dopingkontrolle, die Off-Season gemacht wird, muss auch der Prüfbescheid an den Athleten rausgehen. Jeder kriegt natürlich immer Bescheid, wenn jemand positiv getestet ist, aber es ist eigentlich unüblicher, wenn jemand negativ getestet ist, dass man auch diesen Bescheid kriegt. Und zwar an Christi Himmelfahrt, das war der 5.5., ja, könnt ihr hier sehen. 5.5., wartet kurz einen Augenblick, hier. Genau, wurde, wo, oh, hier ist es, da, wurde ich hier in Berlin getestet. Das war unangekündigt alles, ja, ich war sehr überrascht, weil normalerweise Christi Himmelfahrt, Männertag, ihr kennt das, Leute mit den Bollerwagen sind unterwegs und die kippen sich natürlich die Birne voll. Dadurch, dass ich keinen Alkohol trinke, war das natürlich schon mal ausgeschlossen, und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, weil wir gerade auch umgezogen sind, wer das auf jeden Fall verfolgt hat, im Ende April bzw. Anfang Mai sind wir umgezogen, war das für mich auch ziemlich unüblich. Könnt ihr euch vorstellen, bei uns in der Wohnung noch keine Rollos, noch nichts eingerichtet, keine Lampen, alles ein bisschen dunkel, und es wurde eine Urinprobe nur abgeliefert. Aber dennoch habe ich nochmal darauf bestanden, und es wird bald bestimmt auch nochmal passieren, unangekündigt, Haaranalyse und Blutanalyse. Es wurden wieder zwei Proben entnommen, also es gibt ja immer eine A- und eine B-Probe, damit man immer so eine Gegenprobe machen kann, wenn die eigene so eine Auffälligkeit hat, dass man natürlich nochmal den Beleg hat, okay, Probe B ist nochmal der Beleg dafür, dass A entweder eine Auffälligkeit hat oder nicht. Ja, und dann vom 5.5. hat es erstmal ein bisschen gedauert, ja, Eingangsdatum jetzt hier ist der 11.5., wo es dann im Labor, und zwar Institut für Dopinganalytik und Biochemie hier in Dresden, das heißt, sie sind extra aus dem Osten, sind sie hier runtergekommen zu uns, und haben halt bei mir geklingelt, und es war wirklich für mich wieder eine tolle Erfahrung, denn es war wirklich interessant. Splitterphase nackt, wieder im Raum gestanden und die Dopingkontrolle abgegeben. Also von den Global Quality Sports SOP 01, 07A, 23A und 24A wurde dort als Untersuchungsmethoden entsprechend kontrolliert. Was jetzt das Ganze ist, ich habe probiert zu googeln. Ich habe auch mit Bären Breitenstein, und nicht wundern, hier oben habe ich extra die Adresse geschwärzt, weil ich der Meinung bin, nicht jedem muss es unbedingt was angehen, wo der Bären Breitenstein wohnt. Es ist immer üblich, dass das Ganze kodiert wird. Das heißt, warum habt ihr nichts erfahren am 5.5.? Weil es untersagt ist, Fotos zu machen, es ist untersagt, Videos zu machen, und es ist auch ganz klar untersagt, dass man das postet über Social Media. Wer also schon mal so eine Dopingkontrolle gemacht hat, ich habe gefragt, ob ich das vielleicht live dokumentieren kann und einfach, ja, um euch darüber informieren, ob das wirklich mit rechten Dingen so zugeht, weil ich ja immer wieder das Problem habe, dass ich dass halt Leute mir das halt unterstellen, und das ist jetzt meine fünfte in Folge, wo ich sagen kann, das war wirklich wieder interessant, und jede Dopingkontrolle läuft wirklich immer anders ab. Sehr, sehr, ja, kontrolliert,
sehr nach Vorschriften beharrt und es war wirklich interessant, ja. 5.5. wurde es abgenommen und jetzt habe ich erst am 26.5. wurde dann der Prüfbericht erstellt und habe es jetzt vor 2 Tagen habe ich es per Post gekriegt. Und es war auch ein langer Kampf, weil ich Behrend, der Vorsitzende von der GmbF, natürlich gesagt habe, ich brauche diesen Prüfbericht und warum steht nicht immer alles drauf wie die erste, glaube ich, oder die zweite Kontrolle 2011 oder 2012, wo nochmal alles detailliert genannt wurde, zum Beispiel Verhältnis A, B, Testosteron, was auch immer dort alles so draufsteht. Ja, ich persönlich kenne mich darüber natürlich nicht aus und deswegen gebe ich gerne da draußen die Leute, ja, die sich mal gerne hier wieder damit auseinandersetzen wollen und ihr wisst schon, wer angesprochen ist, hier könnt ihr das gerne wieder auseinandernehmen. Ja, das würde mich persönlich freuen. Und natürlich alles wieder offiziell unterschrieben vom Dr. D. Thieme, Forensischer Toxikologie-Institutdirektor. Ja, das kann man dazu sagen. Das war ein kurzer Zwischenstand, damit ihr mal wisst, was wirklich in der GmbF vor sich geht. Und ich bin nochmal der Meinung, dass sie eine erstklassige Arbeit machen, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen Verbänden. Wenn man schon in diesem Verband startet, sollte man auch wirklich mit Gleichgesinnten auch so kontrolliert werden. Und das war jetzt mein 5. in Folge. Ich bin wirklich stolz, dass ich das immer wieder präsentieren darf. Deswegen gerne kommentieren, gerne disliken und wenn es gefallen hat, einfach mal liken, sharen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen schönen und erfolgreichen Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da und folge mir auf allen meinen Social Media Kanälen, zum Beispiel unter Facebook, Instagram oder finde mehr Informationen über mich unter meiner Webseite www.danielgildner.com.